Geht los. Also Jungs, was geht ab? Jon Polo hier mit Beine. Und hallo. Ja, hi Beine. Hallo, wir spielen heute MW3 auf der wundervollen Map. Die ist so wunderschön. Ich weiß dass gar nicht, ich auf jeden Fall schon mal hier eine Moab geschmissen habe, weil anscheinend ist das so die einzige Map, wo keine Hacker waren an dem Tag, wo ich das erspielt habe. War jetzt vor einem Monat oder was. Aber ich musste auch erstmal mein Aim. Das ist natürlich der wundervolle PS3-Controller. Und ich habe der wundervolle PS3-Controller und Polo nimmt wundervoll. Hier sehen wir, wie Objective gespielt wird, Jungs. So wird das gemacht und nicht anders. Sie liegen noch zurück. Polo war natürlich voll auf das Objective konzentriert. Anders kann es gar nicht gehen. Ja, ich war die ganze Zeit darauf am Warten, dass ich gequickscoped werde oder geshotgunnt werde von irgendjemandem vor mir, den ich nicht sehe. Oder von einer S-Mine geholt, weil du keinen Sound hast. Oder von der S-Mine. Oder von der S-Mine, weil ich keinen Sound anhabe, genau. Nee, heute letzte Woche haben wir mal Ghost gespielt oder vor zwei Wochen. Und dann habe ich auch ein Video dazu gemacht und dann dachten wir so, dann streamen wir doch mal so Throwback-Games. Da haben wir uns jetzt mal entschieden für MW3. Ja, Black Ops 2 hat der Beine leider nicht auf PS3. Müsste er mal überlegen, ob er sich das nicht aus der Videothek ausleiht, dass wir das auch mal streamen können. Ah, ich bin schon in Verhandlungen. Und zwar ist das ja so, ich habe das für die 360, das mit DLC und allem Gedöns. Und mein kleiner Bruder kriegt die 360. Und eigentlich dealen wir, dass er die 360 nur haben kann, wenn er mir bestimmte Spiele kauft. Darunter ist Skate 3 und Black Ops 2 müsste er dann auch einfach kaufen. Thema durch. Ja, das ist doch schon mal ein Deal. Das ist auf jeden Fall ein Deal des Jahrhunderts. Und Jungs, ihr seid gerade übrigens, falls ihr es hört, ihr seid auf meiner absoluten, was soll ich sagen, Oldschool PS3, die große alte, falls ihr im Hintergrund ein Knattern hört. Ich höre den Ventilator hinten. Das ist. Ja. Und ich habe die schön von meinem Onkel geerbt, deswegen bin ich jetzt überhaupt das allererste Mal auf der PlayStation. Und das ist ein bisschen kompliziert, wir haben das eben schon ausgemokelt, es war gar nicht so einfach, das alles hinzukriegen. Und hier sieht man schön, wie ich Objective spiele und meine Teamkameraden schütze, indem ich einfach campe und schütze. Genau, und Polo nutzt den Head. Ich nutze den Treppenhack-Glitch aus und habe gerade MK14 aufgehoben. Und diese MK14, MW3, lass mal drüber sprechen. MW3, MK14, oh mein Gott. Im Vergleich zu dem, was wir in AB haben, ist das ja kompletter Schrott. Also andersrum, was wir in AB haben, ist kompletter Schrott im Vergleich zu dem, was wir hier auf MW3 haben. Ich glaube, das war einer meiner Lieblingswaffen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die ist doch top. MK14, MW3, One-Shot, Headshot, every range. Egal welche Range. One-Shot, Headshot. Das ist krass. Ja. Du weißt, wie viel MW3 ich gespielt habe in meinem ganzen Leben. Du weißt, 58 Tage oder so. Ich habe, glaube ich, 2. Ich weiß nicht, vielleicht auch mehr. Kann auch sein. Oh! Meisterschütze! Jungs, wir sind jetzt schon fortgeschritten, da ist der Shotgun. Oh, Lucky Boy! Der Shotgun. Mich hätte er auf jeden Fall. Bist du reingelaufen? Ich glaube, erst später merke ich so, Spezialistenbonus vorhanden? Was ist denn hier los? Vor allen Dingen hast du kann das sein, dass du einen Noob-Tube mit hast, oder hast du irgendwas aufgehoben? Hat die MK14 einen Noob-Tube gehabt? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was die Leute da spielen. Ich habe einfach nur gesehen, MK14 jedenfalls geht mir. MK9. Ja, bei mir ist das so gewesen, ich habe das ja nie so richtig gespielt und wenn ich mir jetzt Downturn angucke, weiß ich überhaupt nicht, was abgeht. Vor allen Dingen in MW3 kenne ich, glaube ich, keinen Spawn. Kein was weiß ich was, aber ich hatte schon mal eine goldene ACR, aber die hat glaube ich jeder. Ja, und ich habe eine goldene MSR, weil irgendwoher, also ich habe MW3 angefangen und ich dreckiger kleiner Hurensohn habe dann, nachdem ich normal nichts geschafft habe, gequickscoped und habe mich dann gefreut, wenn ich in der Runde 2 gequickscoped habe. Ja, ich weiß auch. Ich habe das mal erst. Aber daher habe ich ein bisschen Aim gekriegt.
Daher habe ich das. Ich das einzige Aim, was ich habe, kommt, glaube ich, von diesem Quickscope-Gedöns. Opolo geht Objective in den Keller. Alles klar. Bei wie viel sind wir angekommen? Assassin. Spezialistenbonus vorhanden, ja. Ja, aber der heißt Assassin, der Typ. Und irgendwer aus dem Kindlern ist da auch bei gewesen, oder? Was ich habe alleine Solo gespielt. War einer vom Kindlern dabei? Weiß ich. Spannend, Jungs. Der S 1903 ist schon rausgegangen. Polo hat ihn so zerstört. Naja, mehr oder weniger. Spiel das Objective. Gibt das eigentlich? Jetzt kommt die Frage des Jahrhunderts an den Auskenner. Wenn du jetzt. Hast du ja das Geschütz kaputt gemacht. Das gibt ja Spezi-Bonus auch noch drauf, ne? Zählt das Nein, überhaupt dazu? Nur Kills. Nein? Ja, aber du kriegst den Spezi-Bonus dazu. Nein, kriegst ja, du kriegst 300 Punkte und wenn du Spezi-Bonus hast, kriegst du nochmal extra Punkte. Ja, aber du kriegst ja auch einen Kill quasi gut geschrieben, wenn du den Spezi-Bonus genau, noch nicht das hast. Ist halt Objective. Und das einnimmst. Das ist die, ja, aber kriegt man durch Objective. Wow, Assassin ist wieder richtig am Minecraft hier. Kriegt man durch Objective, kann man die nicht hinterher noch die Streaks da kannst Streaks kannst also du kriegen. Streaks, ja, also wenn ich jetzt 5 Geschütze oder 6 Geschütze kaputt mache, kriege ich mein Heli. Ja. Also Polo steht auch noch Ding ins. Oh, Assassin ist ja, aber richtig mies drauf. So Jungs, hier, das ist der Panzerspot. Hier kann man ganz toll. Du liebst dieses Wort. Du liebst es. Ich war voll am Chillen. Ich denke mir, wow, jetzt erst recht. Der Spezialistenbonus vorhanden, direkt. Ganz ehrlich. Das wollen wir natürlich dann ausnutzen. Wenn schon, denn schon, ne? Also, ich weiß gar nicht, guck mal, die Waffen. Gleich. Hey, Distanz. Du hast mich gekillt. Ja. Du und vor allen Dingen hier, Master ja, das ist ne? Ja im Spezi-Bonus drin. Das war, ich habe ja jetzt die neue, habe ich ja immer mit Stalker gespielt. Und erst später habe ich mit Dings gespielt. Ja, ich habe auch, ich habe zwei Moabs. Boah, ich habe vor allen Dingen, als ich angefangen habe, das zu spielen, konnte man gar nichts anderes. Wie unsichtbar er war hinter dem Auto! Nur an dem Auto! Hättest mir keinen Dings gehabt? Den hättest du nicht gesehen, ne? Kein Meisterschütze. Glaube ich. Alter, krass. Bei mir war das, ist das so, wenn ich. Ja, ich habe den Faden verloren. Was habe ich gerade gesagt? Man weiß nicht. Man weiß nicht. Achso, ja, ich habe zwei Moabs in Team Deathmatch, aber nur weil. Als ich angefangen habe, das zu spielen, konnte man meiner Meinung nach nur Team Deathmatch spielen. Oder ich habe immer nur auf den Sack gekriegt, sonst. Kann natürlich auch sein. Mir nicht auch, so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die sind. Aber eigentlich sind die nicht so hart erkämpft. Die muss ich irgendwann auch nochmal machen. Wir Throwback ja. Thursday. Ah ja, da gibt's eine krasse Geschichte. Ich war so am Spielen und ich war Nudeln am Kochen. Und. Ich bin so am Spielen und vergesse voll, dass ich Nudeln am Laufen habe, weil ich so voll auf Street bin. Und gleich sehen wir dann so, ich hole die Moab und dann fällt mir so ein, ich freue mich erstmal so voll, oh Moab, und wurde nicht von Hacker in Anal genommen oder was und Arsch gekriegt. Und dann lasse ich einfach das Spiel fallen, weil mir einfällt, ich habe ja noch Nudeln auf dem Herd. Und ich so, oh shit, was ist denn hier los? Hier freue ich mich. Und dann, keine Ahnung. Jetzt kommt's. Ich laufe noch ein bisschen rum und hier. Nee, oder? Doch. Hier stehe ich. Hier gehe ich. Hier gehe ich. Hier geh ich die Nudeln holen. Erstmal Nudeln holen. Ich vergesse sogar die Moab reinzurufen. Das war so lustig, weil die Nudeln sind schön angekokelt und. Ja, du hast sie auf jeden Fall. Aber sie war da. Wir haben ja, war auf jeden Fall lustig. Okay, Jungs, Spiel ist vorbei. Warte, Lukas. Hallo. Wir zu sterben. Dann nehmen wir uns gleich Stream, Jungs. Und. Vielen Dank, Beine, fürs Hosten und für die Aufnahme und ja, bis später. Haltet ihn hart, Jungs. Wir sehen uns demnächst beim nächsten Mal. 23-0, siehst du? Ha! Pass auf! 23-0! Ja, 23-0 und 2 Assists. Ja. Ah, fuck. Du hast mit Assist gespielt. Ich wollte jetzt sagen, damn, daher kommt dein Geschütz und jetzt hast du doch die Moab durch das Nein, Geschütz. Nein, ich hab Hardline drin und zwei, also kriegst du bei 24. Ja, ich hab vergessen, hallo, ich hab den Spezi-Bonus vergessen. Jungs, ich spiele das Spiel, ich hab das Spiel nicht lange gespielt, ja. Ich weiß nicht, dass im Spezi-Bonus Man weiß alles nicht. Ist. Egal, sind wir gleich. Wir zocken Man das schön nicht. Und... Haltet ihn hart, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Genießt das. Ja, und bis dann. MASQ out, ne? Oder wie?